Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Medienberichte rund um eine Datenbank, einen Vertragsdatenpool von Energiekunden gehen, rund um ja, das, sagen wir mal, Vertragswechselverhalten und natürlich auch das Bezahlen von Rechnungen. Es gab am 8. September eine ganze Menge Medienmeldungen und ich werde euch hier auch die Tagesschau-Meldung mal einblenden. Rund um eine Datenbank von der Schufa namens ePool, wahrscheinlich Energiekundenpool, und auch gleichzeitig so ein ähnliches Vorhaben von Griff Bürgel, einer Wirtschaftsauskunftei. Und zwar sollen dort nämlich nicht nur Daten darüber gesammelt werden, ob ein Kunde typischerweise seine Rechnung bezahlt, das kennen wir ja zum Beispiel von der Schufa schon, das ist auch ganz normal und üblich, sondern dort sollen auch gesammelt werden Daten darüber, ob Kunden, die, sage ich mal, vertragstreu sind, zum Beispiel regelmäßig ihren Versorger wechseln, was ja eigentlich gar kein Problem ist, weil dann verstoßen die gegen keine Regeln, dann verstoßen sie auch nicht gegen den Vertrag. Sie nutzen nur sofort wieder die Chance, aus der Kündigungsfrist heraus zu gehen und damit nur den Wechselbonus abzustauben. Aber wollen wir mal auf das Grundsätzliche erstmal eingehen. Die Schufa ist bekannt als, ich sag mal, Personenauskunftei, die also vor allem für normale Menschen Daten oder über normale Menschen Daten sammelt und diese dann eben verschiedensten Unternehmen und Behörden und so weiter zur Verfügung stellt, um eben zu sagen, ja, ist das jemand, der seine Rechnungen oder seine Raten bezahlen würde? Ja, nein, vielleicht. Und die Griff Bürgel ist eine sehr bekannte Wirtschaftsauskunftei, die also vor allem auch für Gewerbekunden oder über Gewerbekunden diese Daten sammelt und dann eben auch zum Beispiel Energieversorgern zur Verfügung stellt, hey ja, dieser Kunde, dieser Gewerbekunde wird wahrscheinlich seine Rechnungen zahlen. Da gibt es eben so ein Scoring. Das ist ja auch bekannt. Das ist auch üblich. Das ist auch nicht verboten. Aber in dieser Meldung, um die es jetzt geht, wurde vor allem ein Flyer von der Schufa, der wohl aus Versehen veröffentlicht wurde, beschrieben, in welchem eben gesagt wurde, ich zitiere mal, wertvolle Hinweise durch Informationen zu dem bestehenden Energiekonto und der bisherigen Laufzeit für den Entscheidungsprozess im Neukundengeschäft. Heißt so viel wie, wir verraten Ihnen, wie lange ein Kunde schon in seinem aktuellen Vertrag ist und ob er das vielleicht auch öfters wechselt, damit Sie entscheiden können, ob Sie den Kunden überhaupt haben wollen. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, das ist auch nicht ganz so einfach und das ist auch irgendwo eine Grauzone. Denn grundsätzlich gilt ja Datensparsamkeit. Man sollte also möglichst wenig Daten verwenden und weiter verarbeiten, um dann schlussendlich auch nicht irgendwo in einen unfairen Vorteil zu geraten gegenüber den Rechten von ganz normalen Bürgern, Verbrauchern, uns allen eben. Und als es eben herauskam, dass der Flyer von der Schufa und auch eine Webseite von der Schufa veröffentlicht wurde in dieser Richtung, wurde das natürlich bemerkt und unter anderem haben sich die Verbraucherschutzzentralen und auch diverse Datenschutzbeauftragte von den Ländern zum Beispiel darüber zu Recht aufgeregt. Mittlerweile ist diese Seite und auch der Flyer nicht mehr online. Man kann die Seite natürlich über sowas wie archive.org nochmal aufrufen. Den Hinweis dafür verlinke ich auch mit unten in der Videobeschreibung und kann sich nochmal anschauen, was zumindest so grob auf dieser Seite der Schufa drauf stand. Griff Bürgel sagt grundsätzlich, dass sie sich grundsätzlich nicht äußern zu Projekten, die vor allem auch in der Zukunft noch stattfinden sollen. Man kann auch sagen, die Schufa hat das Ding noch nicht online, diese Datenbank gibt es noch nicht und die ist aktuell laut Aussage der Schufa auch noch nicht wirtschaftsfähig. Die kann noch nicht am Markt, die ist noch nicht marktfähig, die kann da noch nicht bestehen und noch nicht eingesetzt werden. Aber worum geht es eigentlich? Was ist denn das Problem jetzt schlussendlich, wenn man diese Daten hier verwenden möchte? Ganz klar, wie gesagt, Datensparsamkeit, Datenschutz ist da so ein bisschen außen vor. Jetzt gibt es aber eben zum Beispiel eine Rückmeldung vom hessischen Landesdatenschutzbeauftragten. Ich zitiere: Wenn ich sehe, dass im Markt der Energieversorger schon die eine oder andere Insolvenz passiert ist, hauptsächlich aufgrund nutzloser Akquisitionskosten, dann muss ich dieses legitime Interesse einfach anerkennen. Der ist also dafür, der findet das in Ordnung als Datenschutzbeauftragter. Und diese Aussage, vor allem mit hauptsächlich Insolvenzen, hauptsächlich aufgrund nutzloser Akquisitionskosten, dann muss ich sagen als Energiewirtschaftler, das ist absoluter Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Die diversen Insolvenzen der Energiediscounter hier ja vor allem sind nicht wegen unnützen Akquisitionskosten gekommen, weil nämlich Kunden nach einem Jahr dann doch wieder weiter gewechselt haben, nur um den Wechselbonus mitzunehmen, aber dann nicht die höheren Tarifstufen der nächsten Jahre,
sondern die sind insolvent gegangen, weil man sich als Discounter in einem äußerst wechselhaften Markt mit absolut nicht verlässlichen Einkaufspreisen in einem Niedrigverkaufssegment festgelegt hat und sagt, hey, wir garantieren super günstige Strompreise für unsere Kunden, aber das funktioniert eben auch nur, solange wir super günstige Einkaufspreise haben. Diese super günstigen Einkaufspreise gibt es aber nun mal nicht immer und das war auch schon immer klar. Und dieser Markt ist an sich in seiner groben Struktur seit ungefähr 15 Jahren modelliert. Ja, also es muss auch jedem, der das in den letzten Jahren gemacht hat, absolut klar sein, worauf er sich einlässt. Und mit dem Ansatz des Discounters, ich reg mich ja in vielen Videos darüber ein bisschen auch auf, fährt man nun mal ein absolut unsicheres Geschäftsmodell und ist halt immer in der Schwebe davor, insolvent zu gehen, wenn halt entweder mal die Kunden dann doch nicht wechseln oder dann doch nicht herkommen oder dann doch wieder schnell wieder wechseln und das ist ein Negativgeschäft und man kommt dann einmal an der Börse nicht mehr durch und muss hohe Einkaufspreise zahlen und dann lohnt sich halt alles gar nicht mehr und dann ist man eben in der Insolvenz. Das ist der Hauptgrund, warum die meisten Unternehmen in den letzten Jahren im Energieversorgerbereich insolvent gegangen sind. Selbst bei den Stadtwerken in Gera, wo ich auch her bin, ist es nicht ganz anders. Dort war es ein unfassbar wechselhafter Verlauf des Preises an der Börse. Deswegen haben sich Kraftwerke nicht mehr gelohnt und dann hat man eben intern nicht mehr die Kosten der Straßenbahn zum Beispiel des Nahverkehrs tragen können. Ja, auch da gab es aber grundlegend unternehmerische Fehler. Man hat dort Verträge abgeschlossen, die einfach richtig schlecht waren. So. Also man kann erstmal grundsätzlich sagen, an Insolvenzen im Bereich der Energieversorgung waren immer nicht die Kunden schuld, sondern die Unternehmen selbst und die Marktverhältnisse. Aber darauf lassen sich die Unternehmen und Unternehmer ja ein. Also ist diese Aussage vom hessischen Landesdatenschutzbeauftragten absoluter Unsinn. Energiewirtschaftlich kaum schlechter, könnte man es sagen, als er das da ausgedruckt hat. Deswegen, unter anderem deswegen, gibt es jetzt auch zum Beispiel eine Anfrage im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes an eben genau diesen hessischen Landesdatenschutzbeauftragten, der mal bitte seine Grundlagen für diese Stellungnahme, also Anhörungen und ähnliches, Unterlagen, Dokumente veröffentlichen soll. Mal schauen, ob das Ganze durchgeht. Ich verlinke euch auch diese Anfrage über fragdenstaat.de unten in der Videobeschreibung. Es ist also ganz schön lustig, was da gerade passiert ist über die letzten Tage und aus meiner Warte vor allem äußerst kritisch, was der Kollege da aus Hessen gesagt hat. Und es ist vor allem tatsächlich fragwürdig, ob so eine Datenbank mit Daten über vertragsgerechte Kunden wirklich in Ordnung ist. Ich kann eine Datenbank über Leute, die nicht bezahlen, absolut verstehen, nachvollziehen und das ist auch in Ordnung so. Man muss natürlich auch Unternehmen schützen vor Nichtzahlern. Dann landen die eben beim Grundversorger, wo man das regional ja immer auch nochmal vielleicht anders lösen kann. Aber das gilt halt nur für Nichtzahler. Das gilt nicht für vertragstreue Kunden. Genau da hört halt der Spaß auf. Genau da darf man auch nicht einfach so Daten sammeln und weiterverarbeiten. Das ist klar. Und genau deswegen ist das eine ganz schön kritische Sache. Ich verlinke euch das Ganze jedenfalls unten in der Videobeschreibung. Geht ruhig mal auf diese Artikel und die Hintergründe. Habt ihr Fragen dazu, Erfahrungen, selbst irgendwelche Anekdoten? Dann schreibt die ruhig unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.